Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich euch endlich mal eine Roomtour durch unser Obergeschoss geben. Es ist eigentlich schon längst überfällig. Ich meine, wir wohnen jetzt hier schon ein Jahr in unserem Haus. Aber man hat sich dann ja vorgenommen, dass bestimmte Sachen unbedingt fertig sein sollen. Gut, wir sind jetzt immer noch nicht fertig und ihr merkt auch, mit einer YouTube-Karriere in diesem Leben wird das auch nichts mehr mit mir. Aber egal, besser spät als nie. Ich dachte mir, ich bringe das jetzt dieses Jahr noch über die Bühne und würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch. So, bei der Roomtour vom Erdgeschoss haben wir damals hier aufgehört. Und deswegen geht's hier jetzt einmal weiter nach oben. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, unten hat sich natürlich auch extrem viel verändert die letzten Monate. Wenn ihr da mal Interesse habt, dass ich da auch nochmal ein Update zu filme, schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Aber ja, jetzt sind wir in unserem Mini-Flur gelandet, wirklich nichts Besonderes. Ihr seht hier einen super leeren Bilderrahmen. Da hatte ich ursprünglich mal vor, all unsere Familienfotos von sämtlichen Familienshootings einzurahmen. Aber wie man merkt, keine Zeit, keine Zeit. Ja, großartig gibt es hier nichts zu zeigen. Bin ich froh, wenn dieses Gitter irgendwann mal weg ist. Vielleicht im nächsten Jahr. Aber, jetzt bin ich hier schon wieder außer Puste. Ne? Was ich vielleicht erwähnen kann, ist diese kleine Steckdose. Ich mache mal kurz die Türen zu. Ich habe es gerade mal dunkler gemacht und ihr seht, dass wir hier eine kleine LED-Leuchte haben. Ist super praktisch, wenn die Kinder nachts wach werden. Dann finden sie schneller oder sicherer den Weg ins Schlafzimmer, aber da wollen wir am Ende rein. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem kleinsten Kinderzimmer von Klein Enno. Ja, hier haben wir einmal Ennos Reich. Ah, da ist ein Kleiderschrank, so eine kleine Schreibtischecke, bisschen Spielzeug verstaut. Und ja, hier, wir haben bald Weihnachten, ne? Kleiner Stern, Schneeflocken am Fenster. Hier haben wir sein Bettchen, kleines Bällebad, dient aber auch eher als Ablage für die ganzen Kuscheltiere. Und ich mache mal gerade die Tür ran. Hier hinter der Tür versteckt sich auch noch ein weiteres Regal. Ja, wir haben hier knappe 11 Quadratmeter. Und ja, diese Wand hier über Eck soll nochmal gestrichen werden, damit wir nochmal ein bisschen Farbe reinkriegen. Ich zücke hier auch mal direkt die Karte, die ich vorbereitet habe. Und zwar planen wir diesen Farbton Sanfter Morgentau von Alpina. Den stelle ich mir hier richtig schön als Kontrast vor. Und dann kommen hier noch so Wandtapeten, so weiße Baumstämme. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden an dieser Stelle, wie ich mir das gedacht habe. Und ja, ich glaube, das passt dann farbtechnisch hier ganz gut in Ennos Zimmer. Ja, das war's auch schon. Dann düsen wir doch mal direkt weiter zu Milo. Ja, Milo hat sich zum Einzug ein Superheldenzimmer gewünscht. Aber mit den Themen, das ist ja wirklich so eine Sache. Oftmals ändern die Kinder ja auch mal schnell ihren Geschmack. Deswegen so langsam entwickelt es sich hier auch eher zu einem, ja, Fußballzimmer, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal durch. Ihr seht hier seine Schreibtischecke. Die haben wir uns ja so ein bisschen selbst zusammengebastelt. Wir haben hier ein IKEA-Regal und da ein IKEA-Schrank und haben uns aus dem Baumarkt damals einfach eine Platte zuschneiden lassen. Das ist sogar eine Fichtenplatte. Ja, hier natürlich ganz viele Superhelden. Und die Toni-Figuren versteckt. So ein kleines Aufhanggitter. Seine Lego-Boxen, da haben wir mal Sachen versteckt. Und ja, hier drinne fleißig Spielzeug verstaut. Genau. Ja, hier bei seinem Bett haben wir unten einmal eine kleine Kuschelecke. Ich habe mir damals extra so eine Steppmatratze geholt, damit das nicht so ganz nach Schlafplatz aussieht, sondern eher nach Kuschelecke. Und hier lesen wir dann manchmal oder er spielt hier mit seinen Tipptopp-Büchern. Genau, hier oben die drei Superhelden, die immer auf ihn aufpassen. Milo hat auch so eine schöne LED-Leuchte, wie auch Enno. Und ja, auch Milo hat einen Weihnachtsstern und Schneeflocken. Und hier seht ihr ganz klar HSV-Fan. Ja, hier hat er so seinen Spielbereich und
In dieser Nische verbirgt sich sein Kleiderschrank und hier haben wir auch echt einen kleinen Baufail damals gemacht. Ich wollte hier immer eine 2 Meter große Nische haben, ist es auch im Rohbau. Allerdings ist es ja bei Fibrox so. Ich drehe mal gerade um. Allerdings ist es ja bei Fibrox so, dass dann auch diese Fibro-Planplatten draufkommen, also auf die Rohbausteine. Und dann, ja, fehlten uns hier im Endeffekt, ich glaube, 2-3 Zentimeter. Und schwuppdiwupp konnte ich leider nur 3 Elemente von dem Packschrank aufbauen anstelle von 4. Also seid ihr auf jeden Fall schlauer als wir. Ja, ist jetzt so ein bisschen verschenkter Platz, aber trotz allem finde ich, ist dieses Zimmer super schön großzügig und ja, Milo fühlt sich sehr wohl. Kommen wir auch schon zu Kinderzimmer Nummer 3. Lians Zimmer, das ist übrigens genauso groß wie Milos Zimmer von rund 15 Quadratmetern. Und ihr seht schon, Lian hat hier echt einen richtig geilen Ausblick. Das muss ich auch gerade nochmal hier in der Kamera festhalten. Denn so schön bleibt er uns leider nicht erhalten. Hier werden auch nochmal Reihenhäuser entstehen, aber irgendwo hier muss auch eine Lücke sein, sodass wir ein wenig, ja, Natur hoffentlich noch für uns bewahren. Ja, Lian hat denselben Kleiderschrank wie Milo. Oh, ich sehe gerade, dass da ein Henkel fehlt. Aber egal, das Ganze etwas dunkler gehalten. Wir haben, sind schon so Richtung Teenie-Zimmer gegangen bei ihm. Hier hat er auch seine LED-Lampe, seine Pokale hat er sich schon aufgestellt. Hier steht ein TV, der ist allerdings ja überhaupt nicht angeschlossen. Aber mal gucken, was er noch nicht ist. Das wird ja leider früher oder später noch so weit kommen. Hier sind seine beiden Legenden. Oh, der Adventskalender hängt auf 7:30. Den schiebe ich mal wieder gerade. Genau, hier hat er noch so eine kleine Stauraumfläche. Und ja, wie man es vielleicht so ein bisschen erkennen kann, Lian hat sich damals ein Sportzimmer gewünscht. Erste Liga BVB-Fan hier, oh, ich mache voll die Schleichwerbung, und zweite Liga ganz klar HSV. Genau, hier hat er so einen kleinen Nachttisch, seinen Schreibtisch, den werden wir nochmal erweitern müssen, der ist echt ein bisschen klein geraten. Und ja, hier so sein Mini-Kicker. Einen kleinen Sitzsack, ganz chillig, und ja, hier bin ich auch richtig zufrieden. Lia natürlich auch, das ist die Hauptsache. Ich bin noch am Überlegen, was ich hier noch vielleicht machen kann, auch noch mal ein bisschen Farbe reinbringen. Wenn ihr da Vorschläge habt, feel free. Und ja, das war es soweit zu Kinderzimmer Nummer 3. So, der Grund, warum dieses Video so verspätet kommt, und ich sag's euch, wir sind hier immer noch nicht fertig, aber egal. Das ist unser Badezimmer. Tada! Ja, ich werde mal das große Licht anmachen. Da geht auch hier direkt unsere Dusche an. Genau, wir haben hier unsere 1 Meter x 1,20 große Dusche mit so einer bodentiefen, versteckten Schiene. Ich liebe diese Nische und die Beleuchtung. Aber ihr seht hier, das war ein Baufail, die Lampe hätten wir gar nicht gebraucht. Die macht jetzt so blöden Schatten, aber egal. Wir haben uns hier ja auch nochmal für eine andere Armatur entschieden. Die finde ich auch super. Ich kann es ja mal demonstrieren. Wir haben hier so 3 Stufen, die wir verstellen können. Einmal die erste ist die normale Regendusche. Wenn ich jetzt ein höher schalte, seht ihr, in der Mitte kommt noch einer raus, so für Haare ausspülen, aber ich kann ihn auch nur anmachen, dass jetzt nur dieser harte Strahl rauskommt, ist für Frauen natürlich perfekt mit Shampoo auswaschen. Und ja, den nächsten Step mache ich mal nicht an, das wäre dann die Brause. Ja, das ist wirklich Luxus pur hier, freuen wir uns auch richtig. Ja, ist ein bisschen blöd hier. An der Tür sieht man schon, ist leider die Zarge ein bisschen aufgeweicht. Ja, ich möchte mir aber hier ungern irgendwie so eine Glastür einbauen. Ich habe schon mal geguckt, ob wir ganz oben einen Duschvorhang installieren, der dann wirklich, das wird dann Sondermaß leider sein, zumindest diese Seite so ein bisschen abdeckt. Ja, das dazu. Kommen wir einmal zur anderen Seite. Hier haben wir unsere Badewanne. Ich ärgere mich immer noch so, dass ich hier kein Weitwinkelobjektiv habe. Ihr seht auch hier, das muss noch geschliffen werden, ist noch nicht fertig und dann nochmal neu gestrichen.
Aber Hauptsache, ne, die ersten Bilder hängen hier schon. Ich fand die so süß, diese kleine niedliche Schildkröte. Ja, hier haben wir Badewannenspielzeug der Kinder, unsere schöne Badewanne. Genau, und dann hier selbstgemacht diese Trennung zum WC. Eigentlich hatten wir ja hier vom Bauträger nur vorgefertigt diese, wie nennt man das, Schamwand. Und dann haben ja mein Schwiegervater und Marc das noch aufgestockt mit diesen Regalen. Auch hier muss auf jeden Fall noch geschliffen und gestrichen werden. Und ja, hier haben wir den WC-Bereich. Genau, nichts Besonderes. Ich plane hier noch einen weißen Schrank einzubauen mit Türen, um da ganz viel Stauraum zu haben hier für dieses ganze Putzzeug und für Toilettenpapier. Genau, das ist später noch der Plan. Hier hängen unsere Handtücher, Morgenmantel. Hier haben wir unseren Heizkörper. Und tada! Hier ist unser wunderschöner Waschtisch. Oh, ich bin so verliebt in den, ne? Ihr wisst nicht, was der mich für Nerven gekostet hat, aber es sollte alles so sein. Ich finde, er passt hier ideal hin. Auch hier, wer mir schon länger folgt, weiß ja, ursprünglich war das eine Ablage und wir haben dann zwei Spiegelschränke auf die Ablage draufgepackt, die zugemacht und jetzt haben wir hier so einen versteckten Spiegelschrank. Oh Mist, der ist jetzt nicht aufgeräumt. Aber egal, hier, das ist meine Seite, da ist mein Kram untergebracht und das ist wirklich so genial mit diesem versteckten Stauraum. Ja, unser Bad, ich liebe diesen Raum. Ich glaube auch, wenn hier alles fertig ist, also es wird ja noch gestrichen, es müssen noch so Feinarbeiten gemacht werden, dass das wirklich einer der schönsten Räume werden kann. Und ja, mal gucken, wann das der Fall sein wird. Aber ja, ich bin super happy mit unserem Badezimmer. So, und zu guter Letzt gehen wir einmal in unser schönes Schlafzimmer. Tada! Ja, hier haben wir einmal unser schönes Boxspringbett. Das ist 2x2 Meter groß. Und genau, jeder von uns hat so einen kleinen süßen Nachtschrank. Hier haben wir ein paar Bilder hängen. Oh, das muss auch noch sortiert werden. Das ist einfach erstmal wahllos hingestellt. Und hier sind unsere Babys. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, sehen wir die drei Knirpse erstmal. Genau. Und da haben wir unsere große Fensterfront und hier eine Kommode stehen. Ja, da sind auch erstmal nur wahllos irgendwelche übrigen Bilder erstmal hingestellt. Wir planen hier tatsächlich auch nochmal nachträglich. Farbe steht auch schon bereit. Na, macht das scharf. Ja, an diese Wand planen wir Zauber der Wüste, ebenfalls von Alpina. Also nur an diese Wand und später wird hier vielleicht nochmal ein Fernseher hinkommen. Ja, mal gucken. Alles nach und nach. Genau, dann haben wir hier noch so einen kleinen Gang in unsere Ankleide. Hier sieht man schon, noch ein paar Kisten stapeln sich. Diese Ecke ist echt ein bisschen verloren. Ich weiß nicht so recht, was ich hier machen soll. Also ursprünglich hatte ich ja mal gedacht, hier so einen kleinen Mini-Schminktisch hinzustellen mit einem Hocker davor und einem Spiegel, dass man sich hier so zurecht macht. Aber wann kommt man erstmal dazu? Oder nutzt man vielleicht lieber diese Nische auch nochmal mit einem Hochschrank für mehr Stauraum? Oder mache ich hier eine Bücherregalecke? Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ja noch mal eine glorreiche Idee. Könnt ihr mir ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich schwenke die Kamera mal weiter. Hier geht's über Eck in unsere Ankleide. Und schaut euch das mal an. Wie perfekt passt bitte dieser IKEA-Schrank, das war jetzt wirklich nicht geplant, in diese Ecke rein. Also wirklich Maßarbeit. Das sollte wohl irgendwie so sein. Genau, hier habe ich meine Ecke, hier hat Marc seine Ecke. Okay, zugegeben, das ist sein Part, aber mehr braucht er auch nicht. Und ja, von hier aus geht's dann zurück ins Schlafzimmer.
Ja, da wären wir auch am Ende angekommen. Ich bin jetzt echt froh, dass ich diese Roomtour durchgezogen habe. Es ist ja auch irgendwo eine schöne Erinnerung für einen selbst oder auch für die Kinder später. Ich meine, die werden hier groß werden. Die Kinderzimmer werden wahrscheinlich noch oft getauscht und verändert. Und so sehen sie zumindest einmal, wie es ausgeschaut hat, als sie noch klein waren und wir hier eingezogen sind. Ja, und vielleicht ist es natürlich auch für den einen oder anderen eine Hilfe gewesen, der vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, ein Maxime 420 als Zweigeschosser zu bauen. Da weiß ich, hatten mich auch schon ganz viele gefragt, wann dann endlich diese Roomtour kommt. Sorry Leute, seht's mir nach, dass ich da wirklich so unregelmäßig bei bin. Mit drei Kindern, jetzt einem großen Haus und auch noch einem Job nebenher. Es ist wirklich, wirklich schwierig, das regelmäßig zu betreiben. Ja, das Thema ist auch schon so gut wie fast abgehakt. Falls ihr noch irgendwelche Themenwünsche habt, was euch nochmal interessiert, könnt ihr es ja auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir vorgenommen, nochmal zu berichten, ob wir nochmal mit Fibrockhaus bauen würden. Das nochmal als Video. Vielleicht auch nochmal, wie das erste Jahr so hier war. Welche Veränderungen haben stattgefunden. Und ja, wenn euch sonst noch was einfällt oder ihr Fragen habt, meldet euch gern. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Und sagen bis, ich weiß noch nicht bis wann, aber bis zum nächsten Mal. Ciao.